Yo, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ihr seht, ja, es ist wieder ein Minecraft-Video, aber ihr seht schon mal, es ist was Neues. Und zwar sind wir hier in Pyramide Reborn. Neues, oder eher gesagt, das neueste Feed the Beast Modpack. Und ich dachte mir mal, jetzt spiele ich's. Ich habe mir es gedownloadet. Ja, dann nehme ich das auch mal auf. Wir haben Gehbewegung aus für einen Schuss. Mehr FPS, wir schauen in die Kiste. Den typischen Starter-Krams haben wir, also Erde haben wir. Wir haben ein bisschen Bone Meal und das baue ich jetzt zuerst mal. Mehr brauche ich jetzt nicht. Ja gut, wir müssen eh alles rausholen. So, dann einmal bupp und wir machen am besten ein bisschen schneller, weil ich möchte mich jetzt nicht so hier aufhalten. Schade, Tree Capitator Mod ist nicht drin. Sehr schade. Ich möchte so schnell wie möglich versuchen, hier rüber zu kommen. Ich switch mal kurz die Uhr hinter die Facecam. So, jetzt ist die Uhr hinten dran geswitcht. So, wir haben jetzt erstmal 6 Hölzchen. Bevor ich darüber gehe, möchte ich jedoch erstmal mir eine kleine Basis aufbauen. So, gibt's das hier? Nein. Okay. Bupp. Ich will mal, wie gesagt, eine kleine Basis aufbauen. Dafür muss ich jetzt erstmal ein bisschen warten. Ich guck mal, ob es hier die Crew gibt. Nein, gibt's nicht. Okay. Gut, dann müssen wir halt auf Saplinge jetzt warten. Ein bisschen. Oh, ich sehe schon da drüben. Das kann ganz schön lustig werden. Da drüben ist nämlich Strom. Okay, wir haben hier auch schon Strom. Aber. Jetzt kommt's aber. Wir müssen uns erstmal hier alles aufbauen, bis wir da, also bevor wir da rüber gehen. Weil normalerweise würde ich jetzt schnell alles farmen, dass wir rübergehen. Ich hoffe, ich kriege ja einen Sapling zumindest raus. Aber jetzt sind es ja schon 2, sogar 3. Okay, das ist not bad. Wupp, direkt mal wieder groß gemacht. Ich möchte jetzt ganz schnell farmen. Ich versuche hier irgendwo Lava zu finden, aber ich tippe mal drauf, dass die Lava da drüben ist. Ich habe das Modpack noch nie gespielt, deshalb kann ich wirklich nicht dazu viel sagen. Ich könnte mich sozusagen ja jetzt schon rüberbauen, ne? Was ist das eigentlich? Aha. Das ist ein Generator. Okay, dann gibt es doch hier bestimmt auch Kabel. CC, jawoll, das gefällt mir. Fassade. Dann gibt's. Was gibt's denn hier alles? Ich spiele das Modpack, wie ihr seht, ja. Oh yeah. Okay, also hier ist Zeug dabei, mit dem ich mich auskenne. Ihr seht ja, oder ihr habt in der Uhr gesehen, ich kann es euch jetzt sagen, weil ich habe hier die Uhr noch. 6 Minuten und 40 Sekunden spiele ich erst in dem Modpack hier. Das ist jetzt wirklich die allererste Welt, die ich gemacht habe. Und natürlich möchte ich meinen Start in ein neues Feed the Beast mit euch teilen, weil ich sag mal so, ihr kennt euch da wahrscheinlich nicht so aus, weil ihr es noch nicht gespielt habt, das Modpack. Vielleicht, ich weiß ja nicht. Ich kenne mich hier drin kaum aus, weil ich es auch noch nie gespielt habe. Aber Leute, wir sind jetzt mal so frei. Oh, was haben wir denn da unten? Da unten ist ja auch noch was. Was haben wir denn da unten? Ich weiß es nicht. Ich werde mir aber sicherheitshalber ein Schwert bauen und eine Spitzhacke. So, jetzt aber auf nach drüben zur Pyramide. Eigentlich wollte ich ja mir hier zuerst eine Base aufbauen, ne? Jetzt möchte ich aber so schnell wie möglich darüber, weil ich mega interessiert, was wartet denn da drüben auf mich? So, wir sind drüben. Okay, hier wartet aber echt einiges. Oh, das ist ein Prozessor. Alter, geil. Hier ist eine Wand. Instructions. Was ist das da? Ah, okay. Lese ich mir irgendwann mal durch. Jetzt aber nicht. Ach, du Heiliger. Was ist das für ein geiles Modpack? Ist die Kiste? Geil, hier sind die ganzen Erklärungsbücher. Okay, da ist es Neues. Hier ist irgendeine Druckplatte. Die Panik-Chest, okay. Oh, wir stopfen mal die Löcher. Oh, jetzt hat es kurz geleckt, deshalb also doppelt.
Wir stopfen mal. Lol. Oder ist das eine Barriere? Da ist eine Barriere! Oh, leck das hier an der Pyramide. Okay, hier müssen wir kurz springen. Leute, 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 Leute. Hier ist ein Riesenbaum. Den lassen wir mal schön brav stehen. Das ist Hammer hier drin. Gucken wir mal. Computer Reset. Okay. Das sind Mikroblocks. Hammer. Leute, ich gucke mich jetzt direkt mal in der ersten Folge in der Pyramide hier um. Weil ich finde das sehr interessant, was hier so abgeht. Sagt mal, hier doch. Chiseled Rock. Okay. Ich finde das Wahnsinn. Ich finde das wirklich geil, was es hier drüben wirklich gibt. Ja, okay. Hier ist eine Panik-Chest. Hier kann ich alles mit Strom versorgen. Das ist ein Stonewalker. Aha. Wow, Alter. Leute, Leute, Leute. Mir gefällt's. Mir gefällt's allemal. Jetzt müssen wir aber erstmal rüber schauen, ob wir noch ein paar Saplinge in unserer Base liegen haben. Haben wir keinen. Wir haben keinen einzigen Sapling hier rumfliegen. Gut, wir können jetzt auch immer anpflanzen. Ich guck mal nochmal. Aber ich sehe hier keinen Sapling. Ich baue mal ein bisschen ab. Nein, ich sehe wirklich keinen Sapling. Oh, harter Lag. Egal. Leute, wupp und schwupp. Wir tun nochmal beide Bäume groß machen. Hämmern durch. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann wir da drüben die ersten Maschinen anschließen. Oder wann wir endlich mal Strom haben. Weil ich muss vermutlich, wenn es denn hier gibt, wieder über... Nein, den gibt es hier nicht. Okay, wie komme ich denn dann an Erze? Oh, das wird auch noch eine Herausforderung, Leute. Das wird noch eine große Herausforderung. Wie komme ich an die Erze ran? Ja. Ich gucke mich trotzdem noch ein bisschen mal da drüben um. Und sorry, wenn es eben wirklich hart laggt, aber ich kann es auch nicht ändern. Ich weiß nicht, was hier in letzter Zeit los ist. Das ist der Input, Energy Input. Dann würde ich sagen, Leute, ich werde diese Base da drüben, da werde ich mich jetzt drauf fokussieren, werde diese viel größer machen. Werde einen Punkt bauen, wo jetzt, wie heißt es, wo ein Generator reinkommt und der hier per Kabel hier das befeuert. Wo dann hier schön alles richtig befeuert, wie gesagt, also wirklich, wirklich, richtig, richtig. Wo hier auch wirklich Strom reinkommt und so weiter und so weiter. Ich guck mal ganz kurz im OBS, wie es dann gerade aussieht, aber es sieht doch tipptopp aus. So, gibt es hier auch noch einen extra Input oder geht das alles über den einen? Also, wie gesagt, hier haben wir überall die Bücher, die uns hier weiterhelfen. Programm. Okay, Screen ist das. Das ist ein Screen. Okay. Hier oben ist überall Rüstung, aber hinter einer Barriere. Ach, das ist doch bestimmt das, was der herstellt. Kann das sein? Wow. Okay, dann haben wir hier wirklich mega viel. Was sind das für Mikroblocks eigentlich? Wieder Glowstone? Kann ich nicht erkennen. Ja. Super. Geil. Ich finde die Mikroblocks-Mod eigentlich recht geil. Weil da kannst du wirklich viel mit anfangen. Zum Beispiel in einen Kühlschrank oder sowas. Einfach mal Regale reinpflanzen und hier jede Menge. Jawohl. Es wird auch langsam Zeit, dass wir wieder. Oder dass wir hier unsere Base mal richtig ausbauen. Deshalb gibt es wieder meinen Geheimtipp zum Einsatz. Einmal Slabs, bitte. So, pop. Jawohl. Weil ich sage, Slabs bringen mehr. Und das aus gutem Grund, weil ich würde immer noch gerne wissen, was da unten das ist. Dann müsste ich mal gucken. Wann bin ich denn da drüber? Oh, hier noch lange nicht. Ich habe ja einen Wassereimer. Dann kann ich das ja mal probeweise runterlaufen lassen, ne? Oh, da fehlt aber noch ein ganz schönes Stück. Gucken wir mal. Vielleicht passt das, ja. Ich habe hier Wassereimer, wie gesagt. Der kann jetzt auch mal runterlaufen. So, dann lauf mal runter, lieber Wassereimer. Ich schwimme mal mit.
Oh, nicht runterfallen, sonst ist hier gleich das Projekt schon zu Ende. Was ist denn das da unten? Das interessiert mich jetzt wirklich. Weil, wie gesagt, das Modpack, ich spiele das auch jetzt zum ersten Mal seit knapp 14 Minuten. Okay, da habe ich mich ein klein wenig vertan, denke ich. Was haben wir denn hier drüben Feines? Ein Nether-Portal? Mal kurz hochgucken. Also hier ist Bedrock, hier ist ein Nether-Portal. Was haben wir denn hier für eines? Also da habe ich mich ein klein wenig vertan. Aber nicht viel. Ist noch irgendein Portal? Draconium. Draconium oder so ähnlich. So, jetzt heißt es erstmal den ganzen Weg wieder hochschwimmen. Wie viele Blöcke muss ich noch? Oder? Wir machen es einfacher. Ich baue hier einfach so ein Dings da. Hopp. Hier zumachen. Hier geben wir eins runter. Muss ich mal so machen. So, und jetzt kommt der spannende, obwohl dann nicht so ganz so spannende Teil. So. Obwohl, das könnte doch noch mal lustig werden. Och, Mist. Ach, shit. Jetzt werden wir wahrscheinlich ein paar Slaps flöten gehen. Nein? Zum Glück. So, das passt wieder. Das passt auch soweit. Das auch, das auch. Der ist auch. Jetzt müssen wir. Jetzt, ja, das ist nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir sind am ersten Portal. So. Jetzt gehen wir mal den ganzen Weg wieder hoch. Da ist ein Tintenfisch gespawnt, okay. Gut. Von mir aus spawnt da mal halt ein Tintenfisch. Und da unten zum Nether-Portal werde ich auch noch was bauen. Jetzt jedoch erstmal wieder hochschwimmen. Und weiter schauen, was wir machen könnten. Aber auf jeden Fall, was ich machen könnte, ist Sapling schon mal rausholen. Weil definitiv wieder Bäume. Das definitiv auf jeden Fall. Ich muss gleich nochmal schauen, was für einen Schwierigkeitsgrad ich spiele. Ich denke aber, ich spiele auf normal. Was natürlich sehr optimal wäre. Weil dann spawnen wahrscheinlich da drüben schon Monster. Und genau das ist das, was ich brauche. Ich brauche nämlich Skelette. Für halt das Knochenmehl. So, jetzt will ich erstmal hier hochwatscheln. Das ist sehr gefährlich gebaut hier. Das muss ich weiter so bauen. Gucken wir mal. Da drüben spawnt nichts, weil das ja hell ist, wie Sau da drüben. Das heißt, wupp, wupp, wupp. Und wupp, wupp. Ist es groß? Nein, natürlich nicht. Wupp und wupp. So, jetzt heißt es wieder erstmal richtig schön Fellarbeit. Wir machen da oben auf, damit ich weiß, dass es hier schon komplett Ende ist. Machen wir auch nochmal hier so auf. Super! Das klappt doch schon mal sehr gut, Leute. Das klappt doch schon mal. So, wir bauen aber weiter an der Base. Hier oben. Und einmal da drüben. Ich weiß, ich habe schon angefangenen Stack. Normal tue ich angefangene Stacks verwenden, aber diesmal nicht, weil ich habe noch einen anderen zu greifen gehabt und den nehme ich dann halt. Leute, ich finde das echt mega. Hammer. Ich weiß nicht, wie lange das Modpack schon draußen ist. Vielleicht hat das auch schon jemand hochgeladen und ist schon vielleicht per Folge, was weiß ich, wie viel. Aber definitiv für mich sind das meine jetzt ersten insgesamt 20 Minuten in der Welt. Und ich muss sagen, ich bin begeistert von dem Modpack bis jetzt. Wir haben da drüben eine Hauptproduktion mit Hauptspeicher und allem möglichen. Wir haben hier schon eine Base, die eigentlich relativ gut aufgebaut ist. Ich gehe hier mal noch die eine Seite hier weiter. So, gut finde ich nämlich, wenn ich das ein bisschen höher baue. Dann passiert hier auch nichts. So, das war's schon, ne? Ja. Klasse.
Ich finde, wie gesagt, ich finde es mega. Also mein erster Eindruck dazu, ich könnte es den ganzen Tag spielen. Ich könnte es wirklich den ganzen Tag spielen, besonders weil hier drüben, ich würde gerne wissen, warum das hier so hell ist. Ja, ich weiß, hier sind überall so Mini-Glowstone-Teile, aber die werden doch nicht bestimmt so viel Licht machen. Bitte. Boah, ich finde das geil. Oh, ich würde so gerne. Ich glaube, ich mach's dann aber kaputt, aber ich will mal so gerne einen Blick da reinwerfen. In die Produktion. Leute, was ist das bitte für Produktionsstätte? Wow. Okay, man kann nach unten. Wir müssen dann definitiv nach unten. Das heißt, Leute, ich werde. Ich weiß, wir sind schon in 4, 5 Minuten schon am Ende der Folge, aber ich möchte mir jetzt das Produktionsding mal genauer ansehen. Deshalb, schwupp, sind wir mal unten. Ich guck mal gerade, da geht eine Treppe hoch. Das ist, glaube ich, die Treppe, wo es rausgeht. Kann das sein? Jawohl, das ist er. Die habe ich gesucht. Oh, es laggt aber doch schon ein bisschen, ne? Die Treppe habe ich gebraucht. Hier fehlen jetzt 3 Stairs, aber auf die kommt es jetzt auch gerade nicht an. Boah, Leute, was ist das bitte für eine Produktionsstätte hier unten? In den Chests ist natürlich nichts drin. Aber hier überall MFSU, Glasfiber Cables. Da oben ist der Input-Anschluss. Dann wird hier unten alles befeuert. Hier ist ein Schwein. Hier ist der Jeff im Boot. Haben wir hier drin? Ui, ein Diamond Chisel. Geil. Jungle Leaves haben wir. Wir haben jede Menge Fisch. Wir haben einen Diamond Chisel. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Ah nein. Der Diamond Chisel lassen wir mal drin. Na hier. Sun, was ist das? Aha. Leute, wir haben die Produktionsstätte freigebuddelt. Wir haben die Treppe auf. Das heißt, hier können wir ja wieder zumachen. Wir haben unsere ja, die Treppe aufgebuddelt. Hier ist irgendeine Produktion. Ich gehe mal kurz rein. Was ist denn das hier für einer? Da sind jede Menge Kommandoblöcke verbaut. Und die sind, keine Ahnung was. Auf jeden Fall ist das unsere Produktionsstätte für dieses Projekt, inklusive hier einem Mini-Monitor. Aber, nee, ob das ist einfach nur zu geil. Wir marschieren mal nach oben. Das ist ein Transposer, Black Hole Tank. Also, ich denke, ich werde im Laufe der nächsten Folgen langsam anfangen, die Hauptversorgung aufzubauen, weil diese ja hier oben ist. Ich habe hier den Ressourcengenerator dabei. Was passiert, wenn ich den. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich den jetzt hinsetze, kann ich den nicht mehr abbauen. Ich gehe mal das Risiko ein. Ich glaube aber nicht, dass ich den mit einer Holzspitzhacke abbauen kann oder sowas. Aber ich gehe mal Risiko. Doch, das geht. Okay. Gut, wir schauen mal. Er ist auf off. Er braucht einen Input. Okay, dann schauen wir mal nach etwas anderem. Generator. Gibt es denn für welche? Die normale. Aber schaut mal, was wir dafür. Ach du heiliger Bimbam, der ist ja noch schwerer. Nein, ich gucke natürlich nach. Nein, auch nicht nach dem. Ich gucke nach diesem Generator. Ach du Heiliger, da brauchen wir Redstone, wir brauchen Eisen, wir brauchen Tin. Wie komme ich denn bitte an. Das kann ich jetzt auch mal schnell schauen. Iron, wie komme ich da dran? Okay. Nein, halt, 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 halt. Hier, Eisen. Oh Mann, Leute, Leute, Leute. Was zur Hölle? Boah, Leute, ta, das wird noch richtig krass. Also das wird noch richtig krass, dieses Projekt. Weil ich weiß überhaupt 0,0. Deshalb mache ich es jetzt, das, was ich normalerweise nicht mache. Ich hole die Bücher von dort hinten. Und ich schaue mal rein, was ich brauche. Also das brauche ich auf jeden Fall.
Das brauche ich. Das brauche ich. Das war's schon. Diese drei Bücher brauche ich. Ich schaue mal hier ins erste. Basic. Oh, Leute. Leute. Das kenne ich ja schon. Ja, das kenne ich schon. Ja. Okay. Wir haben unser Zeug dabei. Wir haben die Bücher dabei. Wir rennen zurück auf. Oder sagen wir, ich laufe jetzt mal in die Produktionsstätte, weil die ist schon wirklich krass. Die ist wirklich krass. Wir haben hier einfach einen Angelplatz. Wir haben hier Köpfe. Bestimmt von den Map-Abbauern oder sowas. Wir haben hier, boah, Steel-Fans. Haben wir hier Schnee, Transposer, alles Mögliche. Leute, wie krass ist das? Was ist das für, was sind das für Kommandoblöcke eigentlich? Leute, ich finde, die Produktionsstätte ist krass genug für uns. Und deshalb, Leute, ich verabschiede mich aus dem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Zeigt es mit dem Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr abonniert auch. Es ist keine Pflicht, dass ihr abonniert. Aber wenn ihr wollt, macht's. Mir wird es auf jeden Fall gefallen. Mich würde es auch freuen, wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt. Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, reingehauen, Leute. Ciao.